Hallo ihr Lieben, ich denke mal, ihr wisst schon, worum es in diesem Video heute geht. Ich bin nominiert worden von der lieben Dorit vom Kanal Schöner Wohnen und Gesund Leben. Zu Anfang dachte ich, wer weiß, was das wird, was auf mich zukommt. Also wenn das jetzt irgendwas mit Essen gewesen wäre, zum Beispiel Schokoladenpudding mit Ketchup und Senf. Also das hätte ich mir wirklich zweimal oder dreimal überlegt, ob ich das mache, und wahrscheinlich hätte ich sowas auch gar nicht gemacht. Aber diese Challenge jetzt, die gefällt mir sehr gut und die nehme ich natürlich sehr gerne an. Ja, wie bin ich zu YouTube gekommen? Vorausschicken muss ich Folgendes. Ich hatte früher nie irgendwelchen Kontakt mit sozialen Medien. Weder Twitter, Facebook, YouTube und wie sie alle heißen. Das Einzige, was ich hatte, das war mein Handy und WhatsApp. Und bei WhatsApp kann man unter meinen Status Bilder reinstellen und kurze Videos für, ich glaube, eine halbe Minute, also 30 Sekunden maximale Videolänge. Ja, und als ich vor knapp 2,5 Jahren mit den Trickshots angefangen habe, habe ich dann einmal die Woche ein kurzes Trickshot-Video eingestellt und geguckt, wie so die Reaktionen sind. Und siehe da, viele, viele positive Rückmeldungen, die wurde auch direkt angesprochen, öfters mal im Verein, und das fanden alle richtig klasse. Ich habe mir da noch keine weiteren Gedanken gemacht. Und irgendwann hatte ich genügend Trickstöße zusammen und habe mal ein größeres Projekt gemacht, genannt Der Film. Das seht ihr auch bei YouTube. Bei wiederkehrenden Zuschauer ist unter dem Reiter Übersicht das erste Video, und das ist dann Der Film. Geht fast eine halbe Stunde, den hatte ich damals gemacht. Ja, allerdings noch mit anderer Musik hinterlegt. Filmmusik, Falco, also richtig schön abgestimmt mit den Trickstößen selber. Und dieses Video habe ich dann mal mitgenommen zu einer größeren Feier. Und dann haben wir uns das alle gemeinsam angesehen, das Video. Und als es dann zu Ende war, ist Folgendes passiert. Plötzlich sind alle aufgestanden und haben geklatscht. Ja, ich wusste erst gar nicht, was los war, und dann haben wir darüber geredet. Und dann haben wirklich alle gesagt, wer so viel Mühe und so viel Zeit aufwendet, so etwas Großartiges und auch Professionelles zu machen, der sollte das nicht nur seinen Freunden und Familie zeigen, sondern auch öffentlich machen. Ja, und da bin ich dann ins Grübeln gekommen und habe mir dann überlegt, was ich denn so mache. Ja, und dann bin ich bei YouTube gelandet. Da fingen natürlich die Probleme an. Wie macht man sowas? Ich wusste nicht, wie man einen Kanal anlegt. Was nehme ich für ein Profilbild oder ein Banner? Wie funktioniert das alles? Aber zum Glück gibt es ja YouTube. Und da habe ich mir einige Tutorials angeguckt und dadurch eine Menge gelernt, viel selber ausprobiert, getüftelt. Und dann war es soweit. Am 3.5.2019 ging ein neuer Kanal mit dem Namen Trickshot Time mit Heiko online. Und das erste Video können wir uns jetzt mal angucken. Ja, das war das erste Video, was ich da präsentiert habe, und es war sehr erfolgreich. Ich hatte gleich doppelt, dreimal so viele Aufrufe als vorher unter meinem Handy, unter WhatsApp. Das fand ich natürlich gut, habe natürlich gleich das nächste Video reingestellt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann auch den Film, also dieses größere Projekt, was ich damals mal gemacht hatte. Allerdings musste ich das überarbeiten, denn die Musik, nicht, dass ich da lizenzrechtliche Probleme bekomme, also habe ich die Musik leider Gottes wieder rausgenommen und dann ersetzt durch Musik, die ich direkt von YouTube runtergeladen habe, die also völlig lizenzfrei ist. Dann gibt es auch später keinerlei Probleme. Jo, und dann ging die Entwicklung immer weiter, neue Ideen, neue Trickstöße, neue Poolübungen und so weiter. Irgendwann hatte ich dann mal aufgehört zu zählen, wie viele verschiedene Trickshots ich schon gemacht habe. Also wenn mich heute einer fragt, ich schätze mal, es sind deutlich über 1000 verschiedene Trickshots, die ich bisher gemacht habe.
Und viele davon habt ihr noch gar nicht gesehen. Aber das kommt alles noch. Dann hatte ich eine Idee, man könnte auch mal zu zweit Trickshots machen. Also sogenannte Tandem-Trickshots. Hatte ich mir schon rausgesucht, ein paar Stöße, die man gut zu zweit machen kann. Und es kam eigentlich nur eine Frage, das ist der Dirk, den kennt ihr ja alle. Und dann wollte ich den anrufen, aber dazu kam es gar nicht. Denn vorher klingelte das Telefon. Jetzt könnt ihr dreimal raten, wer dran war. Es war der Dirk, der wohl zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Idee hatte und mich gefragt hat, wollen wir mal zu zweit Trickstöße machen? Ja. Er konnte sofort vorbeikommen, ich hatte ja schon alles vorbereitet und dann konnten wir gleich beginnen. Ja, und so hat sich das peu à peu immer weiter fortgesetzt und mittlerweile sind es schon über 1000 Abonnenten und über 100.000 Views. Also wenn mir jemand gesagt hätte vor gut 2 Jahren, dass ich in 2 Jahren einen YouTube-Kanal habe, der über 1000 Abonnenten hat und die meine Videos über 100.000 Mal angeklickt worden sind, denn den hätte ich nur angelächelt und gesagt, ja, ja. Also grandios, diese ganze Entwicklung, und das ist auch nur möglich gewesen mit eurer Hilfe. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und es gibt noch sehr, sehr viele Projekte. Ich habe ja auch schon viel vorgearbeitet. Was im Einzelnen kommt, lasst euch einfach überraschen. Ja, dann würde ich sagen, richtig, was mir gerade einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich noch jemanden nominieren soll. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Aber ich denke mal, wer möchte, macht das auch. Denn sowas finde ich immer sehr interessant. So erfährt man mehr über andere. Und deswegen werde ich jetzt auch keinen Kanal nennen, der das jetzt machen soll. Ja, das war's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne, erholsame Woche. Nicht so viel Stress. Bleibt alle gesund. Und bis demnächst. Euer Heiko.